Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen beim weiteren Top 10 Video hier auf meinem Kernel. Ja, Kernel sagt man hier so. Es geht heute um die Bowie Knives, beziehungsweise um meine Top 10 Bowie Knives. Und ich fange wie immer auf dem 10. Platz an. Die Preise sind von CS:GO Stash und variieren möglicherweise. Auf meinem 10. Platz ist das Bowie Knife Ultraviolet. Wir fangen ganz genüsslich an, wobei das doch schon nicht schlecht aussieht. Der violette Griff macht natürlich einiges her. Das ist hier in Minimal Wear, also nicht wundern, dass da vielleicht so ein oder zwei Macken drin sind oder 30. Aber darauf achtet man ja auch nicht bei einem Knife. Ne? Es sollte nicht aus Gummi sein. Und das ist dann schon alles. Platz 10, 144,71 €. Und da haben wir das Bowie Knife Knight auf dem 9. Platz. Das sieht schon insgesamt etwas, es sieht zwar schlichter aus, weil die Farbe nicht so auffällig ist, aber ich finde schön, dass die Klinge halt schön hier mit einhergeht mit dieser Farbwahl. Das passt, auf jeden Fall. Für 595 € ist es schon wirklich ein Knife, das man jetzt nicht einfach so kauft. Also außer wahre Leben halt, da kostet es wahrscheinlich nur ein paar Kröten. Wie es halt so ist mit den CS:GO Knives, weiß ja jeder. In Pixelform bis zu 1000 €, 2000, 3000 und in echt unter 100 € läuft. Kommen wir nun zum 8. Platz. Da befindet sich bei mir das Blue Steel. Es passt einfach noch besser als das Knight zusammen. Also Klinge sowie Griff. Habt ihr eigentlich die anderen Top 10 Videos schon gesehen? Ich habe zu jeder Waffe, die es gibt in CS:GO, ein Top 10 Video. Falls ihr da mal eine Kaufentscheidung braucht, schaut auf jeden Fall rein. Wenn ihr oben auf das i drückt, kommt ihr auf die aktuelle Abstimmung und eben höchstwahrscheinlich auch auf diese Playlist. Das Teil kostet 171 € und zählt somit zu den eher günstigeren Knives, wobei das nach wie vor, also insgesamt was die Knives angeht, da gibt es noch ein bisschen Teile, die günstiger sind, aber hier bei den Bowie Knives ist es schon gar nicht mal so übel, wobei noch ein paar kommen, die auch nicht so teuer sind. So, endlich haben wir mal einen Crimson Web am Start und zwar auf dem 7. Platz. Ihr fragt mich ja ständig, ob mir Crimson Web nicht gefällt. Es hat halt wirklich nicht auf jeder Waffe etwas zu suchen, finde ich. Und hier auf dem Knife passt es sehr gut. Vor allem, weil dieser Griff komplett schwarz ist, da kommt es dann gut zur Geltung. Schwarz-rot und hier dann eben noch mit den Webs, mit den Spider-Webs hier mittendrin. Es sieht schön aus. Das Teil hat auch Stat-Track, aber das beachten wir jetzt gar nicht großartig. Es geht ja nur um den Skin. 7. Platz, da kann man nichts sagen. Der Preis liegt bei 1543 € ohne Stat-Track. Also ich habe hier die Stat-Track-Funktion, habe ich bei den Preisen nie betrachtet oder beachtet. Ich schaue da grundsätzlich nur auf das teuerste, ohne Stat-Track, ohne Souvenir. Der Skin ist auch gleichzeitig der teuerste Skin auf meiner Liste. Der Rest ist deutlich günstiger, oder? Ja doch, deutlich günstiger. 1500 €, überleg mal, was du damit alles machen kannst mit dem Geld. Kannst du Gebrauchtwagen kaufen? Vielleicht sogar zwei, wenn du ein Gauner bist. Oder ein Gauner kennst, der dir welche verkauft. Tsching. Auf meinem 6. Platz liegt das Bowie Knife Rust Coat. Ganz klar, da ist natürlich die Sache der Bums entscheidend, ne? Welche Qualität das hat. Ihr wisst, was ich meine. Factory New, Minimal Wear und so weiter und so fort. Mir gefällt es am besten, wenn es richtig, richtig rostig ist. Wahrscheinlich ist es dann Battlescat, ist es Battlescat oder ist es FN? Ist ja auch egal. Also wenn es richtig schön rusty ist, gefällt es mir am besten und damit belegt es auch meinen 6. Platz. Es kostet 114 €, was völlig, na, es geht nicht völlig in Ordnung, aber wenn man vergleicht, zu welchen Preisen manche andere Knives rausgehauen werden, da sind 114 €, glaube ich, gar nicht so übel. Das ist auch das günstigste hier an der Stelle. Ja, das kann man wirklich machen, wenn man wirklich ganz, 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 nee, das kann ich auch nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass man sich einen Skin kaufen soll. Man braucht keine Skins. Und vor allem nicht, dass man sich kauft. Also wirklich kauft. Kauft euch lieber Essen oder ein Auto oder wie auch immer. Gut, für 114 € kann man jetzt kein tolles Auto kaufen, aber ein Mobbycar oder so. Getka. Auf dem 5. Platz liegt bei mir ein Damascus Steel. Mir gefallen Damascus Steel Knives extrem gut. Also wir haben hier bei uns in der Küche ein Damascus Steel Messer. Nennt man das so oder nur Damascus Messer? Keine Ahnung. Und es sieht einfach ultra cool aus. Also wenn man diese Maserung sieht. Schick. Auch eher eine einfachere Form, was jetzt die Farbwahl angeht, aber es muss ja nicht immer so fancy sein, um gut zu sein. Also bezüglich jetzt tatsächlich der Farbwahl. Es muss ja nicht grell irgendwelchen Farben strahlen, um wirklich gut zu sein. Für 179 € kann man sich das Ding hier selbst in den Arm rammen, aber kann ich auch nicht empfehlen. Also beides. Den Preis sowie auch das in den Arm rammen ist auch nicht so gut. Jetzt kommen wir langsam zu den richtig krassen Teilen. Auf dem 4. Platz habe ich einen Case Hardener sitzen. Oder stecken halt in dem Block. Das ist schon wirklich bunt, klar, aber es ist ultimativ. Also Case Hardener ist auch eine Sache, die ich bei anderen Waffen oder bei anderen, ja doch, bei anderen Waffen eben recht toll finde. Ich glaube, es gibt es auch auf der AK und auf der 5.7. Diese Ölflecken oder wie auch immer. Wow. Wow, 541 € sind Moneten, die man haben muss. Und ich will immer wieder dazu sagen, dass man sich auf keinen Fall so teure Skins kaufen sollte. Aber ihr wisst es ja. Ihr wisst es doch, ihr seid doch erwachsen. Oder halt zumindest angehende Erwachsene. Oder kennt Erwachsene. Jetzt kommen auf jeden Fall wieder meine Top 3. Ihr könnt also an der Stelle raten, was wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegen wird. Ihr habt kurz Zeit. Und das muss auch wieder reichen, nicht wahr? Ach, an der Stelle kann ich euch ja auch nochmal direkt hier mein Knife zeigen. Na, no. Wird vielleicht gekeyt, das Grüne. Ja, es wird ein bisschen weggekeyt. Von meinem Partner CS:GO Knives, ja, ist unten in der Bums verlinkt in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, so ein Teil kostet, glaube ich, 30 € oder so.
Also ein echtes, es wird, ist als Spielzeug deklariert, um das auch nochmal hier an der Stelle zu sagen. Trotzdem nichts für Kinder, ne? Ab 18 und so weiter und so fort. Ich dachte mir, ich sag das mal wieder, ne? Ich hab's nur ausgepackt, glaube ich, und dann nie wieder gezeigt. Mensch, im Stream werde ich immer gefragt, wo ist denn eigentlich dein Knife? Da ist es. Neben mir. Auf dem dritten Platz haben wir das Fate sitzen. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Das Fate Knife. Es sieht ein bisschen feminin aus, was überhaupt nicht negativ zu werten ist. Auf gar keinen Fall. Die Farbwahl optimal, schmackifatz. Sehr lecker. Den Griff hätte ich jetzt vielleicht nicht zwingend so rosa gemacht oder pink. Pink? Pink ist es, ne? Ja, ich kenne mich mit Farben aus. Das ist pink, das hier ist grün, das ist schwarz. 236 Euro kostet das Teil. Und ist auf meinem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir hier das Bowie Knife Doppler. Und das passt doch schon ziemlich nice auf dieses Knife. Hier passt der Griff, finde ich, ein bisschen besser ins Gesamtbild als bei dem vorherigen Knife. Auch wenn das ein bisschen bunter war, aber hier ist einfach dieses Fade, dieser Pinkhaftigkeit ins Dunkelblau übergehend. Was für Worte. Das passt ja einfach besser ins Gesamtbild. Das Ding kostet 343 Euro. Kommen wir nun zum ersten Platz. Macht euch bereit. Da haben wir, wie soll es anderes sein, das Marble Fate oder ein Marble Fate drauf sitzen. Natürlich ist ja das Pattern wichtig, ich weiß, aber jetzt speziell das sieht gar nicht mal so übel aus. Der rote Griff passt auch sehr schön dazu. Rot und Schwarz sieht gut aus oder sehen zusammen gut aus. Und der Rest sieht natürlich auch nice aus. Die Dinger kamen damals mit der Huntsman-Kiste, oder? Steht es hier irgendwo dabei? Ne? Diese Bowie Knives. War das mit der Huntsman? Ich weiß es nicht mehr. Wird ja Sinn machen. Bowie Knife, Huntsman. Egal. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne schreiben, ob es euch gefallen hat und vor allem, ob euch die Liste so gepasst hat, wie ich sie gemacht habe oder ob ihr da Änderungsvorschläge habt. Beziehungsweise könnt ihr auch sehr gerne eure eigene Top 10 Liste, Top 5, Top 3 oder euren besten Platz einfach in den Kommentaren kundtun. Haut alles raus, ich bin gespannt. Ich finde, bei den Knives ist es oftmals recht schwierig, da eine richtige Liste zu machen, weil viele Knives sehr geil aussehen und man wirklich genau gucken muss, wie man ab- oder aufsteigt. Übrigens, das Knife kostet 373 Euro, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Ein sehr, sehr angenehmes Knife. Schaut euch auch die anderen Top 10 Videos an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ganz klar, logisch, kauft mein Merch, Pimmelsalat. Der Dummbopper ist im Haus, hey? Ja, das war mein Merch-Ansager. Das ist so ein Kerl, der hier reinkommt und das sagt. So wie der Sprecher von Seitenbacher. So ist der auch. Für mehr Manneskraft und natürlich auch für mehr weibliche Kraft kann man natürlich, man kann den Daumen also hier vorm PC nach oben heben. Dann werdet ihr merken, wie es schwillt in der Hose oder halt. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, super, ja,